Dagmar Belakovic-Jenewein von der FPÖ ist die nächste Rednerin. Aufgehört hat, nämlich bei dem Herkunftslandsprinzip der Mindestsicherung. Herr Kollege, ich meine, das ist ja nicht absurd, wenn man etwas fordert, dass Menschen, die zu uns herkommen, auch nach dem Herkunftslandsprinzip eine Leistung bekommen. Ich möchte einmal gleich damit aufräumen, die Mindestsicherung ist ja keine Versicherungsleistung. Das ist etwas, was wir freiwillig bezahlen. Das heißt, das können wir bezahlen oder auch nicht. Und wenn wir uns anschauen, die Armutsgefährdung, wir tun immer so, als wäre das alles Gott gegeben. Die zu uns kommen, sind schon arm. Die kommen ja nicht zu uns und verarmen bei uns. Das heißt, das ist ja eindeutig die Zuwanderung in das Sozialsystem. Offensichtlich möchten Sie das. Und offensichtlich möchte das ja auch die Bundesregierung. Wir wollen das nicht. Wenn Menschen zu uns kommen, und Sie haben ja eine Latte von Anträgen heute, die wir jetzt mit gleich verhandeln, die darum gehen, die kann man jetzt gut oder schlecht finden, die darum letztlich gehen und sich drehen sollten, dass wir Menschen herholen wollen mit höherer Qualifizierung. Da frage ich mich schon, warum wollen wir dann immer die Zuwanderung in das Sozialsystem? Damit locken wir die Menschen her. Und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, Leute, die zu uns kommen, sollen hierher kommen, weil sie sich hier ein besseres Leben schaffen. Aber nicht schaffen, indem sie in der Hängematte hängen, sondern indem sie arbeiten. Und genau das ist die Zuwanderung, die wir möchten. Was wir aber nicht möchten, das sind eben genau diese Menschen. Und da verstehe ich nicht ganz, warum Sie das absurd finden. Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Entweder das Herkunftsland bezahlt es, oder aber auf der anderen Seite, wir bezahlen nach dem Standard des Herkunftslandes. Auch das ist eine Möglichkeit, wenn der Verwaltungsaufwand zu groß wäre. Und ich sage Ihnen, wenn das Argument, und ich kenne ja schon den Herrn Bundesminister mit seiner Argumentation, es gibt ja so viele Österreicher, die im Ausland die Mindestsicherung beziehen. Ja, dann sollen sie auch nach dem österreichischen System bezahlt werden. Na, selbstverständlich. Warum sind denn die Österreicher immer diejenigen, die diese Scharen im Übrigen, die wahrscheinlich irgendwo Mindestsicherung beziehen, die draufzahlen sollen? Warum machen wir nicht endlich eine Politik für die Österreicher? Und mir immer zu sagen, oder uns immer zu sagen, das ist rechtlich alles nicht möglich. Das ist doch kein Anspruch. Ich bin doch als Politiker, habe ich doch den Anspruch, hier zu stehen, um etwas zu verändern und nicht immer nur zu sagen, das geht alles nicht. Dann ist es die Aufgabe und die Pflicht der Politik, die rechtlichen Rahmenbedingungen so zu ändern, dass es eben geht. Das ist Aufgabe der Politik und nicht ein System, das falsch ist, hier jetzt auch noch einzuzementieren. Das ist nicht die Aufgabe der Politik. Und jetzt zu den anderen Anträgen, die also hier, sie sind ja schon von verschiedenen Kolleginnen und Kollegen jetzt ausreichend beschrieben worden. Hier geht es ja im Prinzip letzten Endes darum, beispielsweise die Rot-Weiß-Rot-Karte, die vor allem also hier von den Neos kommt. Die Rot-Weiß-Rot-Karte ist also kein besonders großartiger Erfolg. Jetzt sage ich Ihnen aber schon auch eines. Offensichtlich gibt es nicht so viel Hochqualifizierte, die nach Österreich herein wollen. Und das liegt natürlich auch daran, dass Österreich ein Hochsteuerland ist, dass es wahrscheinlich für Hochqualifizierte auch nicht besonders attraktiv ist, nach Österreich zu kommen. Und insofern gebe ich meinem Vorredner natürlich recht. Es ist ein Drama, dass selbst unsere eigenen hoch ausgebildeten Leute das Land verlassen und diese Bundesregierung nichts, aber auch gar nichts dagegen unternimmt, dass wir die Leute hier im Land halten. Ich denke da beispielsweise an den klaffenden Ärztemangel. Wir tun überhaupt nichts dagegen. Wir lassen sie ins Ausland gehen. Bilden sie hier aus. Aber gleichzeitig sage ich Ihnen auch, dass ich jetzt noch mehr Hochqualifizierte, dass ich jetzt die Rot-Weiß-Rot-Karte hier irgendwie auch noch aufbäume. Das ist auch der falsche Weg. Wir leben in einem gemeinsamen Europa. Wir haben einen freien Arbeitsmarkt, wo sich hunderte Millionen Menschen bewegen können, arbeiten können, wo sie wollen. Da halte ich es für nicht notwendig, dass wir auch noch von außerhalb der EU zusätzliche Arbeitskräfte hereinholen, die es noch dazu gar nicht wollen. Also ich glaube, das ist der falsche Weg. Genauso interessant der Antrag auch der Kollegin Korun. Sie möchte sozusagen das Arbeitsverbot für Asylwerberinnen aufheben. Frau Kollegin, Sie sind vielleicht entgangen. Dieser Sozialminister hat das längst aufgeweicht. Bereits vor 2 Jahren hat er den Arbeitsmarkt teilweise für jugendliche Asylwerber aufgemacht. Und ich weiß genau, Sie wollen ja damit nur eins bezwecken, damit es dann, wenn es den negativen Abschiebebescheid gibt, Sie sich wieder da herstellen können, vor allem Sie von den Grünen, mit irgendwelchen weinerlichen Geschichten herkommen und sagen, die sind ja so gut integriert und die arbeiten ja schon so lange am österreichischen Arbeitsmarkt und jetzt können wir sie doch bitte nicht mehr abschieben, auch wenn sie sich hier hereingeschwindelt haben, wenn es keine Asylgründe gibt. Und aus diesem Grund halten wir überhaupt nichts davon, Asylwerbern den Arbeitsmarkt zu öffnen. Wir wollen schnelle, faire Verfahren haben und wer hier bleiben kann, hat ohnehin dann den Anspruch auf den Arbeitsmarkt. Aber alle anderen sollen auch schnellstens das Land wieder verlassen. Und in dem Sinne, Herr Bundesminister, erlauben Sie mir schon noch eine Bemerkung, finde ich es sehr schäbig, dass Sie jetzt aus Ihrem
Ministerium mit Steuergeldern auch noch ein Beratungszentrum im ÖGB bezahlen, das also hier Schwarzarbeitern quasi auch noch Rechtsberatung gibt. Das ist nämlich genau der falsche Weg. Anstatt Schwarzarbeit zu bekämpfen, anstatt diesen Leuten klarzumachen, sie machen sich hier eines Vergehens schuldig, sie haben keine Arbeitsgenehmigung, machen Sie mit Steuergeldern ein Beratungszentrum auf. Und das, Herr Bundesminister, ist auch etwas, auch darüber werden wir uns noch zu unterhalten haben. Mindestsicherung auf dem Niveau des jeweiligen Herkunftslandes fordert Dagmar Belakovic-Jenewein von der FPÖ. Eine Arbeitserlaubnis für Asylwerber sowie die Rot-Weiß-Rot-Card lehnt sie generell ab.